Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich muss Rasenmähen Simulator. Jawohl, ja, wir sind wieder voll am Start. Wir haben in der letzten Folge hier den Teil gekauft. Juhu. Und haben auch schon Stockrosen hier am Start. In mittlerer Qualität. Geil. Aber ja, jetzt muss ich hier mal gerade kurz mal eben schnell den Rasenmäher über die Wiese fegen. Weil das geht so gar nicht. Ne? Hier sieht es ja aus wie Sau. Das geht ja mal überhaupt nicht. So, zack. Hier mal ein bisschen vorsichtiger, weil wir wollen den Salat nicht umheizen. Salat, wichtig, weil bringt die Geld. So, hier müssen wir mal schauen. Aha, da haben wir noch Unkraut. So, hier muss ich mal wieder vorsichtig zum Gartenzweck entlang heizen. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, ne, dass ich jetzt hier drunter überall das Gras habe, ne? Ja, moin. Oh. Ah, okay. Ja, das war so nicht geplant. Wir sind eine Paprika losgeworden. Gut. Na, komm her. So. Ja, okay. Wow, Katze, nervt doch nicht. Ja gut, ist halt passiert, ne? Kann man jetzt nicht ändern. So, wie sieht's hier aus? Ernte reif in 3 Tagen. Wir müssen die Gasanien düngen. Die brauchen Dünger. Weil die brauchen wir in brillanter Qualität. Ich habe keinen Bock, nochmal 9 Tage zu warten. So, Hammer. Sehr gut. Oh Gott, Junge, Erdbeeren können auch schon wieder brillante Qualität. Was geben die jetzt? Was? Nur 17 XP? Gibt da keine Kohle? Doch. Von 15 bis 49, 34. Na ja, gut. Katze, raus hier! Hallo! Ah, hier, guck. Miet. Nerv nicht. So, Hammer, Hammer. Oh, hier nochmal eben schnell lang mähen. So, dann brauchen wir ja noch Töpfe. So, ich glaube, jetzt haben wir... Ne, hier müssen wir noch. So, hier, Moment, da will ich aber ganz vorsichtig sein. Weil, ne, gar keinen Bock, die jetzt hier über den Haufen zu fahren. Das macht mal gar keinen Sinn. Also der Rasenmäher ist schon echt, ja, muss man schon ein bisschen aufpassen, ne? So, hier nochmal eben, ich glaube, jetzt haben wir alles. Halt. Kann ich die eigentlich auch darüber schmeißen? Bams, kann ich. Geil. Nice. So, 7-mal Unkraut. Brauchen wir denn noch Unkraut? Schnell mal das Unkraut hier einsammeln. Da haben wir noch. So. Und hier, hier ist auch noch. Moment. Jawohl. Liegt da hinten. Und hier ist noch eins. So, sehr gut. Kann man das nämlich auch schon einsammeln. Bands. Dünger nehmen. Haben wir nämlich auch wieder nötig. Jawohl. So. Dann füllen wir mal eben hier schnell auf. Zack. Na, komm her. Zack. Und zack. So, jetzt liegt hier noch 2-mal Unkraut. Perfekt. Genau so soll es sein. Naja, also dass der Unkraut liegt, soll nicht so sein, aber ne, ihr wisst, was ich meine. So, hatten wir jetzt nicht hier gerade noch irgendwo einen Sack hingeschmissen? Doch hier. Nee, nicht ins Werk. Ah, Mann. Warte mal, wie konnte ich den drehen? So. Der soll das stehen bleiben. Den brauche ich. Was ist das denn hier? So nicht. So, dann wollen wir die Paprika noch eben abernten. Kein Problem. Hammer.
So, wie sieht's denn jetzt hier aus? St. Paulas können wir pflücken. Alle also, sehen ja eigentlich auch ganz geil aus mit den Schmetterlingen und so ein Kram, ne? Ist schon mal nicht schlecht. Die St. Paulas braucht man aber für irgendwas. Das heißt, da gucken wir jetzt gleich nochmal in den Shop. Und ernten die dann einfach mal ab. Weil, ne, brauchen. Brauchen, brauchen, brauchen. So, hier die Gurken, ne, die geben 5. Das ist echt traurig. Auberginen geben 4. Das ist auch traurig. Also ich muss dieses Feld hier komplett umbauen. Vielleicht kriegen wir es gleich mal hin. Dann mähe ich einfach die Gurken hier weg. Scheiß drauf. Und dann machen wir nur noch so ein bisschen was an Gurken. Also macht aber gar keinen Sinn, hier 1000 Gurken im Schuss zu haben. So, was mit dem Salat? Der ist hier schon gut. Und hier, ne, also, erst in einem Tag. Ja, warten wir noch, ne? Den einen Tag, scheiß drauf. Wobei, nee, warte mal, wir brauchen noch 3 Salate für irgendwas. Wir ernten die. Tu mal her. 59. Jo, Alter. Dadam, neue Ware im Lager verfügbar. Herrlich. Genauso will ich das sehen. So, warte mal. Wie sieht es hier mit den Rosen aus? Was ist das hier? Hallo? Warum ist da keine Pflanze? Mal vielleicht ein Anzeigefehler oder was, ich weiß es nicht. Egal. So, wenn wir schon einmal hier sind, können wir direkt ein Brett mitnehmen. Und rein in den Müll. Halt. Hammer. So. Dann lass uns doch mal schauen. Wir haben, jawohl, Karotten. Er hatte 15 Salate. Freischalten. Sehr geil. Wir können Karotten ernten. Sehen. Warte mal, ich leg mal das. Okay, habe ich hier direkt wieder aufgenommen. Läuft. So, Karotten können wir. Das heißt, ah nee, warte mal, ich wollte noch geguckt haben, was wir noch brauchen. So, Prunkfin Primeln, St. Paulas. Wir brauchten noch hier besitze 20 Blumen in Hochbeeten oder Töpfen für die Kosmes Saat oder Kosmes Saat oder Kosme, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Das heißt, wir brauchen Töpfe. Steintopf, Kleinhammer, dann haben wir, gibt es den niedrig und Tontopf groß. Wir nehmen Tontopf groß ein und 2 von denen. Sind denn jetzt hier? Ne, warte mal, hier ist so gar nicht mehr drin. Ich glaube, hier können wir neu bepflanzen, ne? Naja, wir warten jetzt mal, bis der hier geschmissen hat. Alles klar, läuft noch. So. Ah ja. Okay. Ja, gute Frage. Wo stellen wir denn hin? Ich würde sagen, auch erstmal hier, ne? Also das machen wir hier erstmal hier. Den ganzen Kladderadatsch. Warum nicht? So, den dahin. Den. Stellen wir mal hier vorne auf die Ecke. Den hier. Stellen wir mal hier so dazwischen. Und den stellen wir mal ordentlich daneben. So, okay, passt. Ja, kann man erstmal so lassen. Dann haben wir hier noch irgendwas. Oha. Okay, der ist wirklich groß. Sollen wir den mal hier hinstellen? Dödüm, neue Ware im Laden verfügbar.
Hä? Was ist denn jetzt freigeschaltet? Vor allem womit? Davon haben wir zwei gekauft. Tue ich noch einen hier hin. Ah, warte mal. Können wir ein Stück darüber stellen. So. Und den stellen wir mal daneben. Ja, passt. So, Gartenzwerge. Komm mal her. Den Zwerg, den stellen wir jetzt mal daneben. Passt das? Ja, ne? Irgendwie. Und der Zwerg hier kommt dahin. So, läuft. So, was haben wir freigeschaltet? Zeig mal her. Da hinten haben wir was Neues. Ah, guck mal an. Besitze, baue einen niedrigen Steintopf. Ah, okay. Steintopf Mittel. Direkt mal freischalten. Und was haben wir hier? Steintopf hoch. Kaufe einfach mal. Schauen wir mal, was da jetzt so kommt. Die Frage, wo stellen wir die hin? Ja, hier kann auch noch irgendwas hin. Ich baller jetzt erstmal hier diese kleine Mini-Terrasse voll. Dann müssen wir mal nachher mal gucken, wo die platzieren. Bam. Wow. Alles klar. Läuft. Boah, ich dachte schon, er schmeißt das Ding jetzt wieder drauf, ne? So, das ist jetzt der. Ja, stellen wir mal hier neben. Der passt auf den auf. Die Kiste ist aber auch gut flitschen gegangen hier, ne? So, was ist das? Ist das der hohe oder was? Naja, so viel höher ist er jetzt nicht. Egal. So, jetzt brauchen wir Pflanzen. Und zwar. Warte, was haben wir denn hier noch? Wir haben doch hier noch irgendwas. Also ne, das waren Erdbeeren und Kürbisse, die gehen da nicht rein. Wir brauchen irgendwie kleine Blumen. So, was haben wir denn hier? Saat, einmalig erntbar, Blumen, Blumensaat, Peperonien, Prunkwinden, Primel, hier nochmal St. Paula. Was ist das? 14 St. Paulas brauchen wir dafür. Stockrosen, Lederbalsam, Bleifuß, das sind also große, ne? Gasanien, weiß ich jetzt noch nicht, wie die aussehen werden. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal zwei wie viele Töpfe habe ich denn? Andere Frage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wobei hier wahrscheinlich zwei Pflanzen rein können. Diese Primeln und sowas, die wären nicht schlecht, ne? Wo haben wir die denn? Auberginen, nein. Pilz, Lauch, Salat, nein. Primeln. Primeln nehmen wir mal 3. Kaufen. Dann, ne, Peperonien nehmen wir nochmal 2. Von denen nehmen wir 2 und von St. Paula nehmen wir auch nochmal 2. Müsste passen. Hoffentlich schmeißt er jetzt die ganzen Dinger da nicht wieder voll über den Haufen. Ja, schmeiß. Alles klar. Hier kommen ein paar Kisten vor. Hier kommt ein Karton. Zack. So, weg. So, dann haben wir jetzt hier. Passen die da überhaupt rein? Ah, hier, warte mal, die passen hier rein. Ja. Wackelt ein bisschen der
Salat da. Und so. Dann haben wir, was haben wir hier? Zack. Einmal. Ah, verdammt, nein, jetzt passt nur so. Zweimal, gut, okay. Dann packen wir einer noch hier rein. Toll. Flitzt schon wieder der Müll durch die Gegend. So, okay. Moment, passen die hier rein? Die würden da reinpassen, die würden aber auch ganz gut hier drin aussehen. Pass mal auf, machen wir einen so. Und einen so. Und jetzt haben wir eine Pflanze zu wenig, richtig? Na, gehen die da rein? Ah, toll, jetzt passt die da nicht rein, oder was? Was ist das? Mist. Passt da nicht rein, was ist das? Uff Gott, wie groß. Okay, Moment. Die packen wir jetzt erstmal hier. Ah Mann, schon wieder zu. So. Was haben wir jetzt hier drin? Moment. Peperoni. St. Paula. St. Paula. Peperoni. Primel, Primel, Primel. Ja komm, dann machen wir noch mal ein paar Primeln, ne? Scheiß drauf, hauptsache es sind ein paar Blumen drin. Drei, ne? Primeln. Zack, schmeiße mal her. Wir dürfen nur nicht vergessen, die zu bewässern, ne? Müssen die hier eigentlich noch? Primeln können wir hier pflücken. Die könnten wir eigentlich hier mal wegpflücken, ne? Wäre eigentlich mal gar keine schlechte Idee. Zack. So, weg damit. Dann klatschen wir die jetzt da noch rein. Warum geht das da nicht? Mit diesem Blumentopf hier los. Es ist 18 Uhr. Na gut. Also was? Dann stellen wir die jetzt einfach hier daneben. So. Und dann packen wir die Primel da rein. Läuft. So, dann eben was schnell bewässern. Jawohl. Weil, ne, Wasser sollen die ja bekommen. Ach, toll, wenn du kein Wasser hast, kannst du nichts geben. Und dann machen wir auch schon wieder Feierabend, weil es schon wieder echt dunkel hier am Start, ne? Hallo? Ja, du kannst hier nicht bewässern, was soll denn der Quatsch? Schön, dass das Wasser da rein rausläuft, aber nicht in die Pflanze da rein. Was soll denn der Scheiß? Warum kann ich denn hier nichts bewässern? Moment. Die wackelt auch so komisch hier. Da steht's fest. Kann ich aber immer noch nicht bewässern. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Stehe ich immer wieder da hin, tun wir mal so ein Bewässerungsschein hier. Kann ich hier da reinstecken? Lol.
Okay, die müssen sich irgendwie so gegenseitig bewässern anscheinend. Was sie auf jeden Fall tun. Dauert zwar ein bisschen, tun sie aber, passt. Leute. Okay, Hammer. So, Feier machen. So, sehr schön. Okay, wir müssen wieder am Rasen rumbasteln. Da sollten wir nochmal ganz schnell. So. Was haben wir? Ich glaube, wieder einen Fähigkeitenpunkt bekommen. So, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig agieren. Weil die guten Erdbeeren wollen wir nicht über den Haufen fahren, weil die sind echt, die geben richtig Kohle, ne? So, wie sieht's hier hinten aus? Ja, auch hier ein bisschen vorsichtig. Ja, ich glaube, das passt aber, ne? Hier am Haus vielleicht nochmal. Sieht ein bisschen wüst aus. Oh, nee, ne? Moment, wo ist denn jetzt der Sack hingeflogen? Der ist jetzt im Haus oder was? Ah, warte, da ist er. Cool. Sehr schön. Konnten wir den wenigstens retten. So, warte mal, wo war das jetzt mit dem Unkraut? Irgendwann habe ich gerade Unkraut gesehen. Oh, Katze, du nervst, ne? Geh da weg. So, warte, hier ist Unkraut, da. Und noch? Da ist noch eins. Hier war noch irgendwas, ja. Zack und wo ist es? Hä? Ich habe hier gerade irgendwas gesehen. Da. Jawohl, sehr gut. Snacken wir uns direkt einen Dünger hier weg. Snacken wir mal das Unkraut da rein. Jawohl. Die Katze ist echt nervig, ne? Na ja, gut, was soll's. So, Hammer. So, ein Unkraut ist noch am Start. Passt. Nice. So, hier. Lass mich raten, muss wieder bewässert werden, ne? Ja. Na ja, gut, okay, brauche ich gar nicht zu machen, weil. Ach, guck mal, hier liegt ja auch noch ein Müllsack. Ah, lol. Ist das hier mitbewässert? Hä, ich peil's nicht. Egal. So. Also Blumentöpfe zu bewässern ist irgendwie gar nicht so einfach. Das will er nicht so richtig. Naja, egal. So, der blaue Sack ist da hinten. Der grüne. Gut. Rasen ist gemäht. Oh, wir können wieder Kürbis ernten. Jawoll. Money, money, money. So, ich glaube, wir sind auch mit unseren Gasanien jetzt durch. Kann das sein? Zeig mal her. Nee, erst in 2 Tagen. Alter. Das dauert echt 100 Jahre, ne? Schnell nochmal düngen. So, Melonendüngen. Ja, brillante Qualität, passt schon. So, St. Paulers, die können wir pflücken.
Die könnten wir. Verdammt, die hätten wir auch noch. Ja, habe ich die jetzt hier reingepackt? Pepperoni. Die hätten wir auch noch hier so vielleicht in so einen Topf packen können, ne? Naja, gut, haben wir jetzt nicht, ist egal. Aber wir können schon wieder so viel Kohle hier machen, ne? Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Aber wir müssen hier echt ein bisschen umbauen. Ich will so ein so Gemüse-Ding haben, wo echt nur Gemüse am Start ist. Aber es muss halt auch so sein, dass es passt. Moment. Ne, das sind die Becherprimeln. Für die Becherprimel brauchen wir die St. Paulas, 14 Stück. Ja, gut, dann ran an den Speck. Die können wir ernten. Also die geben 100, 135 geben die. Oh, wir haben eine neue Aufgabe für bekommen. Jawohl. Zack. Und neue Ware im Laden verfügbar. Alter, Freunde, wir haben hier richtig reingeballert. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir eigentlich auch so ganz gut, weil. Und wir sind auf Level 33. Weil wir dann hier dementsprechend auch das Beet mal ein bisschen umbauen könnten. Ich glaube, ich gehe hin, ich mähe hier das ganze Feld ab. Und dann machen wir hier komplett neu. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Dass wir hier alles neu anpflanzen. Und alles nur noch so auf, ja, was man hat, hat man, ne? Auf Kohle machen. So, hier können wir noch einen Salat. Guck mal hier, ist ja schon fast alles weg, ne? Chilis. Zack. Zack und zack. Sehr gut. So, machen wir hier so eine Reihe Chilis, eine Reihe Gurken und so weiter und so fort, ne? Und hier machen wir, hier drüben machen wir dann auch irgendwas Neues, aber hier müssen wir noch einen Tag warten, weil die nehmen wir noch mit, die Kohle. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch erstmal hier ein neues, ein Folgenende. Neue Ware, gucken doch, die gucken uns doch eben an. Genau, Becher primeln, freischalten. Und die brauchten wir für ein Feld mit 20 ausgewachsenen Becherprimeln. Und das brauchen wir für den Mais. Ja, würde ich sagen. Warte mal, besitzt ein Feld mit 50 mehrfach erntbaren Pflanzen. Sind die Becherprimeln mehrfach? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Aber die brauchen wir. Und zwar brauchen wir davon 20 Stück. Auf einem Feld. Ja, da würde ich sagen, ne, rocken wir hier mal ein richtig dickes Gemüsefeld hin. Oder? Hier machen wir jetzt ein fettes Gemüsefeld. Ich glaube, ich mache das hier nochmal, erweitere ich noch ein bisschen. Dann ziehen wir hier ein bisschen weg, weil hier landen ja mal die Pakete. Ja, so machen wir das. Das hier sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, hier mache ich auch noch ein bisschen breiter. So wie hier. Noch eine Reihe. Ich glaube, das könnte passen. Ja, läuft. Kriegen wir hin. Machen wir. In der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer gerne kommentieren und bewerten. Vielen Dank dafür. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was wir hier so gebacken kriegen. Dann sehen wir uns zunächst und ciao, ciao.